Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Jawohl, nächstes Spiel nach dieser absolut lächerlichen Niederlage gestern. Muss ich sagen, fällt mir echt nichts ein. Ich habe schon überlegt, ob wir irgendwas umstellen können. Aber jetzt schauen wir uns das einfach an. Widerstandsfähigkeit 99, 99. Widerstandsfähigkeit 99, 89, 99. 99 wieder! Der checkt Giroux weg, als wäre das ein fucking Streichholz gewesen, letztes Spiel. 99 Widerstandsfähigkeit. Tut mir leid, das ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. 89, dass die schlechter sind, das ist mir bewusst. 99, 85, ja. Du hast 98 Widerstandsfähigkeit. Alles klar. 94 Widerstand, 7. Also, dass wir so leicht checkbar sind, es tut mir leid, das nee. Also bei ein paar Spielern, alle die jetzt weniger hatten als 92, ja. Bei den anderen, nein. Sorry. Das ist... Funny People, wir spielen gegen Serkan Ballard. 75 Tor, okay. Bin gespannt, wie er den Tor hat. Wir spielen wieder auswärts. Wells Fargo Center Philadelphia. Gegen die Firebirds. Heißen die Firebirds? Ich glaube schon. Oh, Jokeri-Trikots, sehr schön. Liga 3, gegen Liga 3. Duell auf Augenhöhe, aber bei uns riecht es im Moment eher wieder nach Abstieg in Division 4. Holik, Pietrangelo. Götzki einfach mal hinterher schicken. Nylander lässt sich ja wieder umkurven wie eine Fahnenstange. Götzki. Dobson. Geh einfach mal. Geh einfach mal. Du hast Platz. Du hast Zeit. Ja. Du hast nur keinen Spieler, der mitdenkt vorne. Das ist alles. Also das, was du am meisten brauchst vorne, das fehlt dir. Nylander stellt sich dahin, geht aber nicht drauf. Immer schlecht sowas. Wenn er da vorne mit reingeht, muss er auch drauf gehen. Meine Meinung nach. Giroux kriegt den Pass leider zu spät in die Mitte. Da ist der Verteidiger. Ja. Super! Kommst an die Scheibe hin. KI rückt drauf, schiebt dich beide weg. Das ist Weltklasse. Das ist absolut Weltklasse. Waren es denn 2 Minuten? Na, müssen wir nachher nochmal schauen. Holig ein Blitzstart, das ist natürlich ein guter Vorteil. Stärke. Scheibe in Kontrolle bringen, möglichst kein Bulli erzwingen. Schön. Heißkranen geht mit. Wir spielen in Unterzahl, das dürfen wir nicht vergessen. Heisi, boah, warum nicht? Couturier. Und wieder Taylor Heisi. Das war so nicht ganz geplant, dass wir den in die Ecke zurückspielen. Das war geplant. Heißkanne. Und die Widerstandsfähigkeit für den Arsch ist.
Jones. Hat da jemanden dabei, der gut ist? Oh, Tavares kommt aber nicht hin, so wie es bräuchte. Mir fehlt jemand, der die Scheibe vom Tor abfälscht. Da drin. Ich sehe es nicht. Ja, sagen wir, haben wir aber hier dasselbe. Jemand, der kaum körperliche Stärke hat. Ach. Und dann wieder sowas, Alter. Das ist so nervig. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Wieder hergeschenktes Tor. Da kommt ein Schuss. Ja, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. Wir sollen anscheinend absteigen. Anscheinend muss ich sagen, sollen wir absteigen, weil anders kann ich mir das mittlerweile auch nicht mehr erklären. Wir kassieren Treffer, wo du sagst, hey, die kassierst du in 4 Jahren nicht. Oder in 3 Saisons, ohne mit der Wimper zu zucken, kriegst du nicht einen so einen. Und jetzt da kassierst du sie praktisch am laufenden Band. Use. Boyko. Torhüter sagt mir gar nichts. Torhüter sagt mir einfach gar nichts. Ja, kann man geben. Ja, er blockt ihn und ja, es ist, was soll ich da sagen? Es ist nicht unser Torhüter. Das ist am Torhüter liegt's nicht. Das haben wir letztes Spiel gesehen, dass der mehr halten kann, als er zeigt. Beziehungsweise als er, wie soll ich sagen, als die Größe vielleicht wäre. Und wieder die KI im Abseits. Es ist so häufig im Moment wieder. Es ist so häufig im Moment wieder. Und wieder. Zweimal verliert er die Scheibe an uns, läuft einfach weiter und hat sie wieder. Ohne Grund. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, ja, ich habe das Gefühl, wir sollen absteigen, weil das hat keine Hand und Fuß. Es hat keine Hand und Fuß. Schau dir das an. Schau dir das einfach an. Es ist 2-0. Ein Sack Mehl, schaut das an. Es ist lächerlich. Es ist vollkommen lächerlich. Es ist so lächerlich.
Es ist einfach so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Schau dir das an, komm. Hör mir auf, wirklich. Wirklich. Wir spielen das Drittel fertig und dann brechen wir. Es ist so lächerlich. Hier wieder. Der läuft rückwärts schneller als meiner vorwärts. Er läuft rückwärts schneller als meiner vorwärts. Das ist... Es ist lächerlich, es ist absolut lächerlich. Ich wusste gar nicht, dass Hedman so ein Tempo hat. Es lief jetzt über Wochen, vorletzte Woche lief es über Wochen so überragend bei uns. Ohne irgendwas. Wir haben fast jedes Spiel gewonnen. Bis auf ein paar Einzelne in der Woche. Wir haben gleich ein Spiel pro Woche verloren. Die vier Wochen davor. Und jetzt auf einmal haben wir so Probleme? Nee, echt nicht. Schau mal, wir kommen an keine Scheibe ran. Wir gewinnen keine Scheibe. Das ist... Meine Spieler blocken vorne die Schüsse von uns selbst. Schau an, wir gewinnen die Scheibe. Wir gewinnen die Scheibe und sie kommt zum Gegner zurück. Warum? Warum? Was gibt seinem Spieler das Recht, die Scheibe einfach wieder aufnehmen zu können? Während mein Spieler von mir zwei daneben stehen. Der eine, der sie blockt und der andere, der sie danach aufnehmen kann. Und keiner kriegt sie. Während seiner im Vorbeilaufen einen Arm mal fünf Minuten raushält kurz, wie er es würde trampen wollen und deswegen die Scheibe kriegt. Nee, muss ich echt sagen, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Hier kein abgefälschter Schuss von uns ist drin. Dasselbe Problem hatten wir die vier Wochen zuvor, bevor wir unsere super vier Wochen hatten. Das Ding ist, der kann durch unsere Spieler durchlaufen, ohne dass ihm was passiert.
Da, schau. Siehst du das? Siehst du das? Wir kommen an die Scheibe und verlieren sie instant wieder. Schau dir das an! Spiel doch einfach die Scheibe die Bande entlang, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt mal ehrlich, das kann doch nicht wahr sein! Setz da die Scheibe ins Tornetz rein! Weißt, vorm Tor schafft das auch, dass er die Scheibe wirklich am Tor, hinterm Tor rumspielt. Wenn er eigentlich vorm Tor den Pass spielen soll. Und da schafft das jetzt komischerweise nicht mit einem einfachen Pass. Wo ich sag, hier ist die Bande, spiel die Bande entlang, gut ist. Nee, geht nicht. Sie muss den Pass ins Tor reinsteuern. Sodass das Außennetz vom Tor den Pass blockt. Sorry, echt, es ist... Irgendwann ist genug. Irgendwann ist genug. Ich überlege, ob wir komplett umstellen sollen. Die Reihen mal wieder. Bleiben wir wieder am Tor. Klasse Pass von Gretzky. Bleibt am Tornetz hängen. Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich sage, es ist einfach, es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Dobson! Was macht Dobson da? Der steht wie eine Eins. Der macht nichts. Der macht nichts. Dobson steht vor dem Torhüter und schaut einfach nach vorne. Da brauche ich keine Fragen mehr stellen, warum wir hier verlieren. Brauche ich nicht fragen. Da zeige ich einfach das Ding von Dobson gerade. Und alle Fragen erübrigen sich. Ist so. Spiel die Scheibe dahin, wo du sie hinstellst. Campbell. Versucht wenigstens da hinten. Muss man ihm lassen. Ist so wurscht, ehrlich. Ist mir so wurscht. Dieses Spiel ist so geschoben, das ist einfach nicht mehr normal. Da kannst du spielen, was du willst. Das ist echt. Zum Kopfschütteln. Es ist wirklich zum Kopfschütteln. Die Mädels machen's. Heisi und Poulain. Aber wie schön. Ja, Makar 2-5. Und auf einmal schießt er ein Tor und auf einmal geht's oder was? Ja, komm. Hier, zack, kommt der Schuss. Nicht abgefälscht, nichts. Aber nein, in dem Fall ist es seine KI. Achtet mal auf Heißkannen. Da kommt das Achter, Heißkannen. Nee, da kommt ein Schuss vom Gegner, da muss ich ausweichen. Ach,
Paradebeispiel. Jones läuft an der Scheibe vorbei. War es ein Grund, dass er an der Scheibe vorbeilaufen hätte müssen? Für mich nicht. Für mich war kein Grund da, dass er da an der Scheibe vorbeiläuft. Quinn Hughes. Taylor Heisen. Schön gespielt. Schuss kommt von Jones. Quinn Hughes nochmal abgefälscht. Zweimal geblockt, zweimal kommt er einfach wieder zum Schuss. Ja, Makar rennt, Gretzky mit dem Check, Makar rennt einfach vorbei, es wäre nie was gewesen. Ja, wo sind das, warum sind das keine 2 Minuten? Wie kommt er denn an die Scheibe? Es ist... Nee. Es ist schwer in Worte zu fassen, was EA mir hier erzählen will, was fair ist und was nicht. Es ist... Wir haben jetzt innerhalb von einer Woche oder von eineinhalb Wochen 80 Punkte fast verloren. Wenn ich mir die Tore anschaue, denke ich mir einfach nur so, ja, geschenkt, 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 geschenkt. Schuss kommt, ist nicht abgefälscht. Achtung, Shesterkin hat die Scheibe. Wenn er einen Handschuh drauf legt, hier, dreht sich rum zum Gegner, leeres Tor, nice. Du willst mir sagen, dass die Scheibe hier durchgeht? Ja! Natürlich! Natürlich! Geht sie hier schon mal durch den Schläger, durch der sie eigentlich nach hinten wegblockt? Fliegt hier problemlos durch? Ja, es ist, wie ich gesagt habe, es ist Verarsche. Es ist Verarsche. Wenn man sich die Tore mal genauer anschaut, ist es Verarsche. Geblockt. Wir kriegen sie hier. Geblockt. Die KI nimmt sie auf. Ich soll sie steuern und verliere die Scheibe am Gegner. Der kann ja nicht mal was machen. Der kriegt die Scheibe, spielt sie zurück. Schuss, Tor. Wow. Konnte ich viel machen. Ich verteidige es super mit einer Weltklasse-Torhüterleistung und werde dann dafür bestraft, dass mein Spieler die Scheibe aufnimmt. Danke, EA. Dann haben wir das Tor von Jaga. Ja, das kann passieren. Das ist ein schöner Pass. Das ist das Tor, wo ich sage, ja, das ist okay. Und dann kommt dieses Jagertor, wo ich einfach sage, schauen wir uns mal Dobson genauer an. Und dann werdet ihr sagen, Alter, was passiert hier eigentlich? So. Und schauen wir mal Dobson an. Schau das mal an. Ich steuere Campbell, by the way. Schau das mal an. Schau dir mal an, was Dobson da macht. Der steht da, der schaut noch nicht mal zum Spiel. Der schaut noch nicht mal zum Spiel. Guck mal. So, und jetzt, da zieht die KI raus, weil sie merkt, ah, der Gegner macht den Pass gleich. Hier, gehen wir 2 Schritte nach vorne. Verstehe ich nicht, wirklich, verstehe ich nicht. Und dann muss ich aber sagen, schön gemacht von Heisi, die Scheibe hier schön reinlegt. Wie das keine Torhüterbehinderung ist, ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist wieder Taylor Heisi. Klein Taylor, die Männer Kira macht. Mit einem schönen Pass in den Rücken und Pula. Mit einer schönen Möglichkeit, ein sehr, sehr schönes Tor zu machen. Und ein einfaches Tor noch dazu. Freut mich. Freut mich. Aber wie gesagt, das ist so eine Statistik, wo ich sage, ja, das ist, dass da die andere Seite gewinnt, frage ich mich immer wie.
Aber ja. Ist so. Danke fürs Zuschauen, sagt Charmant V, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.